So, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute darum, wie man Aufkleber bzw. die Klebereste von den Aufklebern wegbekommt. Und ja, hier sieht man schon ganz schön die Klebereste. Probiert es erst einmal mit Spülmittel und heißem Wasser, weil es wirkt manchmal Wunder. So, das probieren wir jetzt einfach mal. Wir reiben es auf der Stelle ein, wo die Klebereste sind. Natürlich geht es nicht so gut wie mit aggressiveren Mitteln, aber muss man halt vorsichtig sein, nicht dass man dann die Lackierung bzw. die Sachen hier beschädigt. Da die schon ziemlich alt sind, schön einreiben erst hier auch die ganze Sache mit Druck und kreisenden Bewegungen. Hier geht schon ziemlich gut weg. Machen wir erst einmal den kleinen. Dann kriegt man das auch weg hier, ohne Bremsenreiniger oder Verdünnungen, und muss dann Angst haben, dass ein der Lack weggefressen wird. So, jetzt hole ich mal kurz einen Lappen. So. Man sieht schon, ein paar sind noch da, aber fast weg. Wie gesagt, es geht nicht so gut wie mit Bremsenreiniger oder sonstigem. Aber ich würde immer erst so probieren, bevor man aggressive Mittel verwendet und man hier die Sachen dann kaputt macht im Endeffekt. Ich verstehe das einfach nicht, warum man Aufkleber auf Autos oder Roller klebt. Das ist einfach nur so dumm. Aber wie ihr seht, geht das recht flott und gut. So. Dann wischen wir mal das weg hier. Und wie ihr seht, der Aufkleber bzw. die Klebereste, der wo hier war, ist komplett weg. So, jetzt mache ich mal den weg. Da brauche ich mehr Druck und melde mich dann, wenn er weg ist. Bis gleich. So, Freunde, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt auf die Uhr geguckt. 4 Minuten habe ich gebraucht. Man sieht hier keine Klebereste mehr. Hier halt, dass das Original dunkel ist wie da, ist klar, weil da ist die Sonne die ganze Zeit drauf und hier nicht. Aber wird mit der Zeit besser. Also so sehen tut man es jetzt nicht, wenn man jetzt genau hinschaut schon. Aber wie ihr seht, mit Spülmittel und Lappen, heißem Wasser, perfekt weggegangen. Also könnt ihr mal nachmachen, kommentieren, wie es bei euch war. Und ich habe jetzt noch ein paar Aufkleber vor mir. Hier und vorne und so. Mache ich jetzt weg. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. So, Freunde, jetzt hat. Ich habe jetzt auf die Uhr geschaut. 20 Minuten. Hier waren Aufkleber. Hier waren Aufkleber. Hier waren auch mal welche. Das habe ich damals mit Bremsenreiniger gemacht, weil da passiert nicht so viel bei dem Gummiteil hier. Ja. Hier war einer. Hier war einer. Hier war einer. Und hier waren die zwei. Und wie ihr
wie ihr seht, alles weg. Das wollte ich jetzt euch nochmal kurz zeigen. Genau, so habe ich ihn auch nochmal ein bisschen sauber gemacht von außen. Hier kommt noch ein Aufkleber drauf, nicht dass er noch weiter reißt, aber ich schaue, dass ich einen bekomme. Neun Sitz. Ja. Also, weiter geht's.